Wenn wir also Gebiete aktivieren, wenn wir den Grund und Boden erheben, dann haben wir in diesem Gebiet verschiedene Rechtskreise. Und der Inwohner dieser Gemeinschaft, dieser Gemeinde und jetzt Gemeine, kann selbst entscheiden, in welchen Rechtskreis er kommen möchte. Das heißt also, wenn er seinen Personalausweis hat bei diesem heutigen System Bundesrepublik Deutschland oder Bund und wenn er seine Wohnhaft im Postleitzahlenbereich gemeldet hat, was Besatzungszonen sind und Transportzonen sind, dann fügt er sich einem seehandelsrechtlichen Handelskreis und ist darin nur eine Sache Person. Und dann gibt es die weitere Möglichkeit, er meldet sich in der Glaubensgemeinschaft an, in der Kirche. Und dann könnte er, wenn er sich rechtlich auf 1914 berufen kann, auch die Rechte des Deutschen Reiches, die in EG BGB Artikel 1 benannt sind und auch 50 zugrunde legen. Da hat er schon mal ein paar Gesetze, die ihm auch vielleicht das ein oder andere Mal weiterhelfen können. Und wenn er in den höchsten Rechtskreis möchte, dann kann er, ohne Vertragsrecht zu verändern, sich die Rechte erwirken und in diese Gemeine ziehen. Und das macht er, indem er seine Berechtigung dazu darstellt. Das heißt, er zeigt sein Heimatrecht auf. Das Heimatrecht ist immer gegeben durch die drei Väter, das heißt also den Vater, den Großvater und den Urgroßvater. Und manchmal ist auch noch notwendig, den Urgroßvater darzustellen. Und schön ist es auch, wenn man das gleich mitrecherchiert, welchen Beruf oder ob er Grund und Boden hatte. Das ergibt dann nochmal weitere Rechte und das Wahlrecht vor allem. Ja, und wenn diese Möglichkeit gewählt wird, dann hat er auf jeden Fall das Recht, mitzubestimmen, wie die Schulen zu gestalten sind, alles, was den Grund und Boden betrifft, bezüglich der Bäume und der Landschaften. Derzeit können wir erkennen, dass in den Städten und Gemeinden an den Wegen die Bäume eine Nummer tragen. Wenn ich durch Berlin fahre, haben die teilweise bis in die Tausender Reihen Nummern. Diese Nummern sind als Wert in der Jahresressource aufgezeigt. In Parks sind das immer die ganzen Parks, die so rundherum ihre Bäume gestalten. Da dürfen dann auch alte Bäume noch stehen bleiben. Ansonsten ist das so, dass ein Baum, wenn er keinen Zugewinn mehr erbringt, in Höhe von 250 Euro ungefähr, der Gemeinde dann gar nicht mehr rentabel genug erscheint und die einen neuen jungen Baum einpflanzt. Das heißt, die alten Bäume werden abgeholzt und dann kommt ein junger Baum, der dann jedes Jahr wieder 250 Euro an Mehrgewinn bringt in der Jahresressource. Die Jahresressource wird aufgestellt über das DOPICOM-Verfahren. Dabei begleiten verschiedene große internationale Konzerne die Gemeinden über das DOPICOM-Verfahren und übernehmen auch die hoheitliche Macht. Das ist zum Beispiel ein Unternehmen, die Firma Iglai. Die Firma Iglai finden wir, wenn wir auf der Seite der Städte gucken, als ganz netten Verein auch, der sich um den Klimaschutz kümmert, den man auch mal in Frage stellen kann. Und dieser Verein trägt wieder in seinem Bauch ein Unternehmen, was gleichnamig sein kann und auch in diesem Fall ist, was aber eine wirtschaftliche Ausrichtung hat und entgegen des Vereinszieles agiert. Das ist die Grundlage. Und das heißt, dass Iglai, eines der Unternehmen, die Jahresressource auf dem Weltmarkt als Aktie, als Wertpapier darstellt. So ist es also in den letzten Jahren dann auch dazu gekommen, dass die ganzen großen Städte und Gemeinden
mal Pech hatten mit ihren Aktien am Weltmarkt und in die Insolvenz gegangen sind. Jetzt darf ich einfach mal meine Beobachtungen dazu geben. Ich habe mir ein bisschen näher Bonn mal angeschaut und Bonn hat ganz viele Logos, die auch mal gewechselt haben, die überhaupt nicht nach einem bodenrechtlichen, staatlichen Konstrukt aussehen, sondern einfach nach einer internationalen Stadt, die im reinen wirtschaftlichen angelegt ist. Man darf dazu sagen, wenn jetzt ein Bürgermeister, der angesprochen wird in den jetzigen handelsrechtlichen Gefügen, behauptet, nein, wir haben hier echte staatliche Fundamente, dann kann man Handelsgesetzbuch Artikel 50 mal angucken. Da steht nämlich drin, wenn ein Unternehmen in internationalen oder nationalen Registern gelistet ist, dann ist es das auch. Dann ist es nicht, weil der Bürgermeister jetzt sagt, nein, wir sind hier die Ausnahme, wir sind kein wirtschaftliches organisiertes Unternehmen, sondern wir haben hier echte Rechte widerlegt. Ja, und das Gleiche würde ich sagen, trifft dann auch die Tierhaltung zu. Das trifft auch für die Ärzte zu, die gar nicht mehr impfen müssen, die auch wieder richtige Gesundheitsberatung machen können und Betreuung und nicht mehr abhängig sind von einem umsatzbezogenen Wirtschaftshandeln. Manche behaupten sogar, Ärzte sind richtige Vertreter geworden von Medikamenten und großen Firmen. Und wenn man dann weiter überlegt, dass es ganz natürlich sein kann, dass Biobauern ohne Subvention arbeiten und wirtschaftlich tätig sind, dass auf den Märkten diese Kassen verschwinden, die elektronisch jetzt den Umsatz des Tages an das Finanzamt abgeben. Und alle die vielen Verträge, die uns binden an diese großen Konzerne, die uns eigentlich nur ausnehmen wollen, dann finde ich, ist das schon ein großes Lockmittel zu sagen, holt eure Rechte zurück. Ja, an Grund und Boden.